Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder mal, eure Patricia von Schiere Design Papier und ich heiße euch herzlich willkommen zur Halloween Edition. Heute zeige ich euch drei schaurig schöne DIYs, mit denen ihr euer Zuhause für die perfekte Halloween Party pumpen könnt. Let's trick! Als erstes zeige ich euch, wie ihr schaurige Tropfkerzenhalter als Tischdekoration herstellen könnt. Bevor ihr mit diesem DIY beginnt, noch zwei kurze Hinweise. Und zwar solltet ihr hierfür etwas mehr Zeit einplanen, denn euer Endergebnis soll ja so aussehen, als hätte es schon einige Zeit in einem dunklen alten Schlosskeller gestanden. Und zweitens solltet ihr unbedingt eine Unterlage verwenden, denn heißes Wachs ist nur sehr schwer von der Tischoberfläche zu entfernen. Im ersten Schritt braucht ihr heißes Wachs und dazu nehmt ihr am besten eine Stumpenkerze, die ihr eine halbe Stunde etwas runterbrennen lasst, sodass sich genügend Wachs an der Oberfläche gesammelt hat. Danach blasst ihr sie aus und steckt die Leuchterkerze in die Öffnung der leeren Sektflasche oder Weinflasche, sodass sie gut hält. Und dann nehmt ihr die Spritze und zieht sie mit dem heißen Wachs der Stumpenkerze auf. Und dann lasst ihr das Wachs langsam über die Leuchterkerze laufen, sodass sich schöne Tropfen bilden. Und schon habt ihr eine Hingucker-Beleuchtung für eure Tafel. Was darf natürlich auf keiner coolen Party fehlen? Richtig, gekühlte Getränke. Doch anstatt sie in einen normalen Cooler zu stellen, könnt ihr euch auch ganz easy einen Kürbis-Cooler do it yourself. Zunächst müsst ihr natürlich den Kürbis aushöhlen. Dafür wählt ihr einen günstigen Umfang, sodass ihr eine größtmögliche Öffnung erhaltet, damit möglichst viele Getränke oder Flaschen in den Kürbis reinpassen. Dazu zeichnet ihr das Ganze am Kürbis mit einem Marker an. Wenn ihr fertig seid, geht's ans Schnitzen. Verwendet ihr am besten einen großen scharfkantigen Löffel, wahlweise könnt ihr aber auch einen Eisportionierer nehmen und damit den Kürbis bis zur Wand hin aushöhlen. Nachdem ich den Kürbis komplett ausgehöhlt habe, zweckentfremde ich eine meiner absolut angesagten Netzstrumpfhosen, um dem Kürbis einen Special Look zu verleihen. Dafür drehe ich ihn einmal um. Nehme die Netzstrumpfhose und ziehe sie einmal drüber. Die Enden der Strumpfhose könnt ihr einfach über den Kürbis jetzt verknoten und dann zusammenrollen. Dann dreht ihr das Ganze wieder um. Und wenn bei euch dieser Bund oben auch so störend ist, könnt ihr Reißnägel verwenden, um ihn im Inneren des Kürbises zu befestigen. So, fast fertig. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist die Getränke reinstellen und das Crushed Eis dazugeben. That's it!
Wenn ihr am Halloweenabend irgendwann genervt seid von Gummibärchengeistern, Schokospinnen oder Pumpkin Popcorn, habe ich ein Rezept für euch. Und zwar für kleine kalorienarme Kürbisse. Als Kürbissnacks verwenden wir Mandarinen, auf die wir noch kleine Augen und Münder kleben, und am Schluss kommt als Stiel noch ein Stückchen Sauergurke obendrauf. Spaß von Do It Yourself und vor allem bei eurer Halloween-Party. Bis zum nächsten Tutorial. Etwas aufpassen, das ist Plastik, der...